Hola und auf Deutsch Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin nochmal hier mitten in Barcelona auf dem Plaça de Catalunya. Das kennt ihr ja auch aus dem letzten Video auch schon mit dem Touristenbusse. Habe ich letztes alles nur bei Google Maps alles nur gesehen. Jetzt sehe ich das jetzt mal auch in der Realität mal. Da fahren die ganzen Touristenbusse ab, das habe ich gerade so schon gezeigt. In diesem Video möchte ich jetzt auch mal wirklich über den Plaça de Catalunya auch mal laufen. Die Stadt aber nur im Internet über Google Street View angeschaut. Ich werde jetzt mal diagonal über den Platz mal laufen. So sieht der Platz halt aus. Da sind jetzt halt mal nicht so viele Leute jetzt hier auf dem Platz. Da kann ich mal mitten auf dem Platz mal das Panorama mal zeigen, mitten in der Stadt. Ich sage das dieses Mal nur auf Deutsch mal. In der letzten Aufnahme habe ich das ja auch mal alles noch teilweise versucht auf Englisch noch zu erzählen. Wie ihr seht, auch sehr viele Tauben. Da fange ich irgendwann nächstes Jahr an, wenn ich komme nächstes Jahr wieder nach Spanien. Das steht auf jeden Fall fest. Das ist der Mittelpunkt. Habe ich das jetzt auch mal mir mal gegönnt, mal vermitten über den Plaça de Catalunya zu laufen. Das ist dann halt das, wo wir jetzt gerade drüber laufen mit diesen grünen, mit diesen bunten Fliesen halt hier. In einigen Aufnahmen ist halt manchmal meine Kamera zeigt irgendwie nur den Boden. Oder Barcelona, wie man auf Spanisch sagen würde jetzt. Leider gibt es ja direkt in Barcelona keine, sage ich mal, All-Inclusive Hotels, oder steht sogar ein Solaris Urbino 4. Ich zeige euch auch mal ein paar Busse, die hier mal abfahren, so normale Linienbusse, die ich mit meinem Team Usual-Ticket ja auch benutzen kann in Barcelona, alle Busse. Bis auf natürlich diese Touristikbusse natürlich nicht. Da ist nur wieder noch ein Bus. Zeige ich euch auch ein paar Stadtbusse aus Barcelona. Ob das mal irgendwann Mehmet oder ihr auch mal nachmachen, wird hier mal nach Spanien rumkommen, um dort die Busse zu filmen. Mach vielleicht jetzt auch mal ein bisschen an City Walk jetzt hier, wie ich das bei Calea gemacht habe. Dass ich das Video vielleicht mal so eine Stunde andauere und laufe jetzt mal ein bisschen durch Barcelona. Das ist eigentlich auch eine schöne Stadt. Ist auch die Hauptstadt von Katalonien. Von der Provinz Katalonien. Katalonia. Deswegen auch der Platz da in der Mitte, Plaça de Catalunya. Ich werde auf jeden Fall fleißig jetzt, wenn ich wieder zu Hause bin, Spanisch lernen. Merkwürdigerweise, dass der Rundgang in PortAventura World hat sehr einige Aufrufe verursacht, nämlich so fast 30 Stück. So wie es aussieht, ist das ein MAN-Bus. Die sehen zwar in Spanien ein bisschen anders aus. Da gibt es die Information unter der Erde.
Hier hat man eine Karte. Überall da, wo es rosa dargestellt ist, ist halt die Altstadtbebauung noch, mit noch ganz alten Häusern. Kann man mal sehen, wie groß, zum Unterschied zu Calais, wie groß die Stadt ist. Ich will jetzt natürlich nicht unbedingt Personen mitfilmen. Das lässt sich jetzt zwar nicht so vermeiden. Manchmal muss ich dann doch die Kamera auf dem Boden halten. Ließe sich zwar dann alles wiederholen, nächstes Jahr dann. Oh, hier gibt es sogar eine Fußgängerzone, sehr nice. Wo wir jetzt nicht aufpassen müssen, ob hier uns ein Auto überfährt oder nicht. Hier sind kleine Stände. Bin mal gespannt, wie lang diese Fußgängerzone auch ist. Gucken, ob wir dann auch gleich hier Geschäfte finden, die auch bekannt sind in Deutschland. Ja, zum Beispiel da links, Vodafone. Ja, die Geschäfte sind jetzt ja heute auch hier zu, wie ihr seht. Dann ist die Fußgängerzone auch nicht so voll. Die Altstadt davon ist auch... Oh, gut. Taxi. Wir sehen in Barcelona Taxen aus. Die dürfen wahrscheinlich doch hier durchfahren. Radfahrer wahrscheinlich auch. Ich höre da irgendwie ein Kirchengeläut. Ich wollte ursprünglich jetzt zum Freizeitpark in Barcelona da fahren, also welches da halt an Barcelona grenzt. Aber ich bleibe jetzt erstmal in der Innenstadt, weil ich euch mal die Stadt mal zeigen möchte, dass ihr auch mal seht, dass ich wirklich in Barcelona bin. Meine Eltern waren halt von dieser Stadt nicht so begeistert. Kann man jetzt natürlich idealerweise heute machen, weil heute ist Sonntag. Es gibt sogar ein Hotel Catalonia. Ein bisschen Luxushotel bestimmt hier. Da können sich nur Reiche einchecken da bestimmt. Weil es ja mitten in der Stadt liegt. Und hier riecht es wie Schwefel, weil hier eine Kanalisation ist. Das nächste Taxi. Die dürfen wahrscheinlich dann trotzdem hier fahren, ein Kia-Auto sogar. Cafés, Bars und Restaurants haben natürlich offen. Liebst wäre ich ja auch selber noch, hätte ich mich gerne auch hier in so einem Hotel niedergelassen in Barcelona. Das können wir uns auch mal angucken. Ausgenommen, nur zwei Räder dürfen da herfahren. Wir gehen ja gleich wieder zu der Fußgängerzone zurück. Aber ich will euch mal kurz was hier zeigen, was ich gerade so zufällig gesehen habe. Auch sehr schmale Bürgersteige gibt es auch in Barcelona. Schnell kann man sich vorstellen, dass man in so einer etwas kleineren Stadt unterwegs ist. Das ist aber nicht. Irgendwo läutet eine Kirche. Ich werde euch das jetzt mal vom Spielplatzzimmer gleich mal zeigen. Ich laufe danach aber wieder zurück zur Fußgängerzone.
Das, was ich jetzt zufälligerweise mal gefunden habe. Wo es auch etwas ruhiger ist. Auch hier kann man was sehen. Gucken wir uns mal von vorne an. Sieht auch interessant aus hier. Bestimmt so ein Überrest. Was man sehr positiv bemerken kann, in Spanien gibt es halt für die Kinder an jeder Straßenecke, sag ich mal, einen Spielplatz. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Fußgängerzone. Manchmal kann man sich auch denken, man wäre hier in Italien, so wie die Häuser manchmal aussehen so. Ich hoffe, dass ich jetzt ein stündiges Videomaterial jetzt hier reinbekomme, noch in auf meine Speicherkarte. Zur Mutter habe ich ja noch eine zweite, aber die ich jetzt nicht bei. Mein Handy wird ja auch mal sehr gerne schnell heiß. Weil es auch irgendwie so ein Handy ist, was ein Industriehandy ist. Das ist wahrscheinlich gar nicht so, ist dafür gar nicht ausgelegt, um damit lange zu filmen. Ich werde jetzt mal diese Kirche mal suchen, die da jetzt gerade geläutet hat. Ich hoffe, dass jetzt hier keine Taxen fahren dürfen. Es gibt eine Wechselbude. Da ich aber selber ebenfalls aus einem europäischen Mitgliedstaat komme, brauche ich nicht wechseln. Hier haben wir das nächste Hotel. Mal gucken, wo wir jetzt mal am besten langlaufen. Oh, da ist die Kirche, die gerade geläutet hat. Sieht man sogar, glaube ich. Kastagnetten. Oh, hier verkauft sogar jemand Kastagnetten. Wo seid ihr? Kastagnetten. Wäre auch ein ideales Mitbringsel. Ach, da ist er. Sogar mit einer Reisegitarre. Die Gitarre, die dieser Gitarrist da, womit er jetzt gerade ist, eine Reisegitarre. Kann man die eine Hälfte des Klangkörpers dann abnehmen und dann halt in eine Tasche packen. Das halt ist das Gitarren-Geekback dann nicht so breit. Jesus. Da ist die Kirche, die gerade geläutet hat. Erinnert ein bisschen an den Kölner Dom, das Portal da unten, der hat das Eingangsportal. Sind viele Musikanten auch hier. Ein bisschen im Schatten zu gehen. Das ist besser für mein Handy. Da muss man sich dann anstellen. Ja,
natürlich Werbung an der Kirche, die ganz toll. Ich mag halt diese typische spanische Musik, deswegen war ich jetzt gerade mal einen Moment leise gewesen. Ich hoffe, dass das auch jetzt keine Probleme macht. Wenn da so ein Straßenkünstler da Musik. Während des Filmes mal ein Foto zu machen. Weil das schicke ich dann meinen Eltern gleich. Ich nehme das vielleicht auch als Thumbnail. Ich mache keine Thumbnails, ich habe sowieso keine Thumbnails gemacht. Hier hat man damit die Haut nicht einfach irgendwelche. Sogar noch bei, dabei ist. Todo mi ser, tu risa como manantial, llenó mi vida de inquietud. Fueron tus manos o tu boca, fueron tus ojos o tu voz, o quizás la impaciencia de tanto esperar. Que vinieras hacia mí, pero, ¿cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Ha
hatte ich im Jahr 2006 überhaupt nicht gefunden. Ich gehe da aber jetzt noch nicht rein, vielleicht mache ich da mal von extra Video gleich. Von dieser Kirche. Ich mache jetzt mal eine kleine Stadtrundgang. Ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr das auch dann verstehen kann, wie ich wiederkomme. Ich habe gestern ein bisschen mein Bild nochmal für meine Eltern gleich. Aber jetzt ist auch keine gute Idee, jetzt hierher zu gehen. Ich will jetzt natürlich jetzt da nicht reingehen. Die kleinen Gassen, die aber etwas breiter sind als die in Calais. Das halte ich auch für mich. Auch fest diese Aufnahme auf meinem Kanal. Es ist ja nicht nur, dass ihr das anschaut, sondern ich halte das halt fest und lade das halt auf YouTube hoch. Hier kann man sich Hüte kaufen. Das Geschäft ist offen. Manche Geschäfte haben halt offen. Hey, schön hier. Ja, ist schönes gefunden. Jetzt hier kein Musikant ist, der so schöne spanische Klänge erzeugt, aber so spanische musikalische Klänge. Was für ein Platz das jetzt hier ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber es sieht auch sehr schön aus. Dass ich das damals im Jahr 2006 noch nicht entdeckt habe, es wundert mich, aber da ist vor allem die Autos, da will ich jetzt nicht her. Es gibt zwar schon ein Video von auf einem Kanal, der hat auch so eine City Walk gemacht, City Walk oder Walk.
wie wird dein Englisch mehr als Doppel-U ausgesprochen? W? Das sieht ja auch interessant aus. Ich glaube, Barcelona ist auch eines der Großstädte, die also auch einen Strandanteil auch haben. Wirklich nice. Ganz viele Plätze gibt es. Nochmal ein Bild gemacht. Schicke ich gleich alles mal meinen Eltern, um denen mal zu zeigen, was sie alles verpasst haben. Ja, hat jemand wenigstens idealerweise so eine Fahne hängt für Toleranz? Merkwürdigerweise bin ich ja letzte Woche Donnerstag mit dem Bus, also jetzt vergangenen Donnerstag, mit dem Bus gefahren, also nach dem Freizeitpark, wie ihr das ja in meiner Videoreihe schon sehen konntet. Da ist nämlich vor mir auch ein gleichgeschlechtliches Pärchen. Das wird hier glücklicherweise auch in Spanien positiv angesehen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Guckt euch mal die kleinen Gässchen an. Da gehen wir aber gleich auch mal durch. Ayuntament de Barcelona. Eigentum von Barcelona. Ich glaube, wenn die Geschäfte jetzt hier offen wären, wäre es jetzt noch ein bisschen voller. Das habe ich auch alles bei Google Maps nämlich mal gesehen. Da haben sie wahrscheinlich da ist ein Fahrrad durchgefahren. Fotografiert von Google Street View. Manche Stellen auch dieser kleinen Gassen hier. Sind jetzt mitten in der Altstadt von Barcelona halt. Wenn es jetzt da wieder auf die Straßen oder auf irgendeine gut befahrene Straße geht, dann gehe ich natürlich wieder zurück. Ich glaube, das Gebäude habe ich auch schon mal gesehen bei Google Street View. Bin mir aber nicht sicher. Ist auf jeden Fall mal sehr. Ich glaube, wir dürfen sogar Autos durchfahren. Wahrscheinlich nur so eher autorisierte Fahrzeuge. Supermarkt. Ja, Supermarkt ist wahrscheinlich so eher anzusehen wie ein Kiosk. Die haben auch dann sonntags natürlich offen. Der Balkon da oben hat eine katalanische Flagge. Ja.
Ja, so mitfilmen. Und da kommt auch gerade ein Taxi aus der Gasse raus. Eine Cafeteria, glaube ich. Wie gerade auch schon gesagt, es gibt dann in jedem Stadtviertel gibt es einen Spielplatz, was man in Deutschland halt nicht so häufig sieht. Da sind die Spielplätze halt voll heruntergekommen. Leider gibt es auch Häuser, die ziemlich weit heruntergekommen sind, da hat man sogar die Fenster zugemauert. Weil es gibt trotzdem noch welche, die da drin noch wohnen. Da hat man sogar noch eine weitere Sehenswürdigkeit mal ausgeschildert. Und hier wird es gerade ein bisschen eng. Da gibt es auch bei Google Street Bilder von. Ich liefere euch aber jetzt mal bewegliche Bilder. Sieht zwar jetzt hier nicht so leicht, obwohl kann man schon doch das sagen. Auch nicht ab, um euch mal so eine kleine Gasse zu zeigen in Spanien oder Barcelona jetzt hier. War letzte Woche auch schon mal hier in Barcelona schon gewesen, wegen dem Poble de Español. Mit den verschiedenen Hausbaustile. Aus dem Grund bin ich mal da hingegangen. Da ist kein Fokus machen hier, sind keine Gesichter, sind alles Häuser. Hausfassaden, meine liebe Handykamera. Ich hatte mal für PlayStation Portable mal so ein Stadtführerprogramm gab es mal für PlayStation Portable. Das hat man mir mal geschenkt. Friseurraum offen. Friseurraum heute offen, nicht schlecht. Da ist wieder sowas wie ein Supermarkt. Da ist ein Bus. MAN-Bus fährt da gerade vorbei. Hey, schön. Sehr schön. Ja, ich warte mal, bis das Auto fertig gewendet hat.
kleinere Kirche, mach mal auch davon ein Foto. Ich werde wahrscheinlich nochmal auf dieser Playliste nochmal ein vernünftigeres Video nochmal hochladen über das Hotel Leonardo. In den Morgenstunden. Aber ich bin jetzt erstmal in Barcelona. Ich habe ja noch 5 schöne Tage noch vor mir, die ich jetzt noch genießen kann. Barcelona hat sehr viele Plätze. Und da spielt einer Gitarre. Spanisch Gitarre. G-U-I-T. Und dann, wie man das sagt, so ähnlich im Deutschen, Gitarre. Wie gesagt, ich lerne mal selber Spanisch. Aber ich darf jetzt kein Fahrzeug durchfahren. Aber auch sehr nice aus hier. Ja, ich hoffe, dass man das jetzt im Bild auch, dass die große Tür gesehen hat. Ich bin ja gerade am Film, wie ihr seht. Meine Mutter, die wird jetzt Schiss kriegen, wenn die jetzt durch so eine Gasse läuft, wenn da kein Mensch so rumläuft. Ich laufe jetzt mal in Richtung, mal jetzt durch die Gasse mal weiter. Nicht so die Autos filmen hier, weil die auch Kennzeichen haben. Nettes gefunden. Ich weiß nicht, ich glaube, die Gran Via ist das. Gran Via. Barcelona, sehen Ampeln halt so aus. Ja, da fährt ein Bus. Überall, wo jetzt auf dem Bus TMB draufsteht, darf ich auch benutzen mit meinem Ticket. Ich glaube, dass ich drauf drücke oder was? Eine, die automatisch schaltet automatisch. Es hat jetzt die Frage, ist das jetzt die Gran Via? Hier ist die Bustrasse, eine separate Busspur. Stadt von Barcelona. Guckt euch das mal an hier. Ich bin ja selber hier ein bisschen geflasht, was ich hier so im Jahr 2006 alles verpasst habe. Da unten fahren Autos. Ich zeige euch das jetzt mal von der Brücke noch aus. Danach gehen wir wieder zurück in die Altstadt. Da ist die Altstadt.
wahrscheinlich diese Gran Via hier. Hier bin ich auch mit dem Bus hergefahren. Die Straße kommt mir bekannt vor. Ja, hola. Lokalautobahnen, ich zoome mal die Kamera an das Schild heran. Ja, dieses Schild. So sehen wir als Schilder auf der lokalen Autobahn aus. Ich bin auf jeden Fall auch hier mit dem Bus hergefahren, das weiß ich. Als ich dann in Barcelona gelandet war, bin ich dann hier mit dem Bus halt auch über diese Autobahn oder keine Ahnung, ich glaube, so eine Gran Via ist das hier. Die B10. Das ist halt die lokale Autobahn von der Stadt Barcelona. Port Olympic, Hospital del Mar, Parc del Mar. Hätte ich mir jetzt auch sparen können, das heranzoomen. Ich kann jetzt auch erfahren, das Schild mehr heranlaufen. So sieht ein Wegweiser auf einer lokalen Autobahn aus. Es darf auch hier maximal nur 60 km/h gefahren werden. Ich weiß, was ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mache, nach Spanien. Ja, durch den Tunnel da hinten bin ich auch durchgefahren mit dem Reisebus. Tunnel heißt das, glaube ich, in Spanisch. Weil das U hat dann oben bei Tunnel hat das Wort Tunnel, Tude, ein Apostroph da unten drüber. Und dann ziehen die Spanier das halt in die Länge, das U. Tunnel. So, dann begebe ich mich jetzt mal wieder rüber in die Altstadt. Über die Ampelanlage. Jetzt hier ein bisschen falsch, glaube ich, hier. Eine kleine Gasse wieder zurück in die Altstadt. Auf jeden Fall ist das ein krasser Unterschied. Hier ist wieder der Bus, die Busfahrtrasse. Da sind ganz, ganz, ganz viele Taxis. So viele sieht man noch nicht mal in Dortmund. Da stehen sie überall irgendwo stationär am Hauptbahnhof an irgendwelchen Fußgängerzonen. Ja, so viele Taxis wie hier in Barcelona fahren in Dortmund nicht so viele. Da muss man erstmal ein Taxi rufen, um halt ein Taxi zu bekommen. Da muss man ein Telefon abnehmen und ein Taxi anrufen. Ein Taxibestand an der Taxizentrale. Kommt sich Eis aus. Ja, ich laufe doch mal durch diese hübsche kleine Gasse mal durch.
ist auch da rausgekommen. Ich glaube, es kann sein, dass ich sogar mal hier rausgegangen bin aus der, zu dieser Gran Via oder zu der großen Autobahn. Ja, da bin ich hergekommen. Sag mal hier durch. Barcelona hat natürlich eine große Altstadt. Ich habe mir mal ein Video angeguckt, warum haben... Ja komm, ich warte mal. Oh, ich dachte mal, fein ist. Ich gehe gleich aber wieder zurück. Brasilico. Kleine Kneipen oder kleine Bars. Hier kann man sich Elektroscooter, Elektrofahrräder und Geländefahrräder mieten. Oder sogar auch eine Tour buchen. Fahrradtouren. So ein langes Video habe ich damals in Straßburg nicht gemacht. Hier sind dann die Vermieter, Fahrradvermieter, Zweirad. Kann man sich einen E-Scooter, Fahrräder oder Geländefahrräder und ganz sogar Touren buchen. Geführte Touren wahrscheinlich auch buchen. Ja, dann weiß man, was man nächstes Jahr vielleicht mal macht. Wenn ich nur teilweise auch sagen kann, dann einen Tag später fliegen. Zweitgrößte Stadt von Spanien ist das. Gefolgt von Madrid. Das ist die Barcelona, die zweitgrößte Stadt. Ist, glaube ich, auch eine Hafenstadt. Haben die Straße geputzt. Die Straße ist nass. Altbauplan und 6 Etagen teilweise. Schau, dass es jetzt nicht so durchsichtig ist. Schon verbleicht ist. Gibt es 2 Sterne, eine Pension hier. So wie es aussieht. Ach hier, sehr nett. Steht sogar in deutscher Sprache sehr freundlicherweise sogar da. Der Speiseplan. Alemann, grüner Salat. Sehr nett. Galera zum Beispiel. Ja.
solche Restaurants Goldsuchen angesagt. Da kommt ein Auto. Warum ich jetzt das Haus? Alles. Haben sie die Fassade gereinigt hier. So, Video ist schon fast eine Stunde lang. Hier kann man sich schon Kunstwerke kaufen. Barcelona, von wegen, Barcelona ist eine hässliche Stadt. Ich filme jetzt auch hauptsächlich jetzt hier nur in der Fußgängerzone. Hier kann man sich bestimmt auch was mieten hier. Ist auch so eine Vermietung hier. Ach, was ich auch sagen wollte mit den Gittern hier. Manche Häuser haben nämlich Gitter vor den Fenstern. Warum? Damit die, um halt dann zu vermeiden, dass irgendwelche, sag ich mal, Wohnungslosen hier sich einfach hier einnisten. Hausbesetzer. Das ist zum Schutze der Hausbesetzer. Ich hoffe, dass jetzt hier kein Auto herkommt jetzt. Deswegen haben hier viele Fenster auch hier Gitter davor. Um sich halt davor Hausbesetzern zu schützen. Wenn jetzt zum Beispiel die Räumlichkeiten etwas längere Zeit nicht... Ich muss wieder Gas geben hier. Ach, gibt's sogar den. Ja, muss wieder ein Taxi Gas geben. Taxi. Taxi. Platz haben wir ja schon mal gesehen. Taxi. Die Balkone grundsätzlich immer klein. Wir haben halt nur so einen Austritt, quasi nur. Ist halt so ein Schweinegang und Gang und Gäbe. Aus dem Grund haben wahrscheinlich hat auch das Hotel El Andalus, die meisten Zimmern, auch keine Balkone, sondern nur so einen kleinen Austritt.
Das heißt, man kann die Fenster aufmachen und sich dann auf so einen kleinen Sims stellen und das und dann die. Das ist halt das Einzige. Deswegen hat der Europapark das auch dementsprechend so gemacht. Ist ja egal, je weniger Leute sind hier, umso besser. Ich hoffe, dass man hier nicht von so einem Auto erfasst wird hier. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ist für mich jetzt halt Vorteil. Wir haben, glaube ich, jetzt 12 Uhr. Das werden läuten jetzt die Glocken in der Stadt. Wenn es einem nicht so schwer gemacht werden würde. Ich glaube, da sind wir also auch schon mal hergegangen. Nee, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Und es ist der Seiteneingang. Spanische Musik interessiert mich ja nämlich auch sehr. Bei der Gasse waren wir ja auch schon gewesen. Touristeninformation. Leider nicht fotografiert oder gefilmt werden. Ob das jetzt so das Benutzen von Blitzlicht ist oder allgemein. Das Benutzen von Blitzlicht ist verboten. Filme ja sowieso ohne Licht, auch innerhalb von Gebäuden. Ich mache mal eine kurze Unterbrechung jetzt. Kurzen Cut.
Ja, heute ist halt kein Besuch möglich als Tourist, weil da heute auch Gottesdienst in der Kirche ist. Deswegen gehe ich da jetzt doch nicht rein. Die Kirche ist heute halt nicht für den Touristenverkehr geöffnet. Aber das Kloster besuchen, welches hinter der Kirche ist. Dann stelle ich mich doch mal kurz, ich mache mal einen kurzen Cut. Ich bin sogar jemand E-Gitarre. Bisschen besser Gitarre spielen könnte, würde ich auch üblich. Auch mal hier. Kürzen. So, im zweiten Teil werde ich mal ein bisschen was auch im Straßenverkehr auch mal filmen. Das hier war jetzt einmal in der Fußgängerzone von Barcelona. Ich werde jetzt noch mal ein weiteres Video machen, wo ich dann mal so ich wende noch nichts. Straßenecke wird musiziert. So, an dieser Stelle. An dieser Stelle beende ich jetzt bald das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ein bisschen ein Spaziergang durch Barcelona. Wenn ja, lasst mich gerne das wissen mit einem Daumen hoch unter das Video.
schreibt positive oder negative Kommentare unter das Video. Wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich freuen auf ein Abo. Und wenn ihr weitere Videos aus Spanien sehen möchtet, die auch nächstes Jahr dann auch noch erscheinen werden, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die Alarmglocke auf meinem Kanal aktivieren würdet. Dann wisst ihr, wann das nächste Video hier auf meinem Kanal erscheint. Ob das jetzt halt bei mir zu Hause in ein Let's Play ist oder im Real Life halt im Urlaub oder sonst wo, wo ich ein Video laufen lasse und es euch auf meinem Kanal zur Verfügung stelle zum Anschauen, dann seht ihr das dann immer gleich sofort, wenn das Video veröffentlicht wird von mir. An dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal und haut rein.